32 Grad Celsius. Im Schatten. Hitze, Schweiß. Die Sonne brütet über Schwerin. Derzeit klettern die Temperaturen auf Rekordhöhen für diesen Sommer. Wo man auch hinsieht, überall Menschen, die versuchen, der Hitze zu entkommen. Für etwas Erholung sorgen ein schattiges Plätzchen, eine nasse Abkühlung oder eine Kugel Schokoladeneis. Doch wie kommen die Schweriner mit der Hitzewelle zurecht? Wir haben nachgefragt. Also wir hüpfen von Schatten zu Schattenplatz und wir waren gerade auf dem Schlachtemarkt im Brunnenbaden. Das kann ich nur empfehlen. Wenn wir hier fertig sind, fahren wir jetzt zur Ostsee nach Warnemünde, um uns abzukühlen. Wir gehen gerne in den Garten, suchen uns da ein schattiges Plätzchen und nachher gehen wir einen Eiskaffee trinken. Ja, wir sind eigentlich den ganzen Tag am See und das ist super. Gerade hier irgendwie im Umland, die Seen, also nicht nur der Schweriner See, sondern es gibt ja recht viele noch kleine Geheimtipps. Wenn man auf der Karte guckt, kann man die finden. Zum Glück besteht Schwerin nicht bloß aus der wunderschönen Innenstadt, mitsamt ihrer Einkaufsstraßen, Marktplätzen und Eisdielen, sondern ist von zahlreichen Seen umgeben, die in und um die Landeshauptstadt verteilt sind. An vielen von ihnen sind Menschen zu finden, die sich im erfrischenden Nass abkühlen. Dazu gibt es aber demnächst mehr. Wir nehmen sie mit ans und ins Wasser.